das letzte Mal bei Green Hell. Oh, Käffchen! Geil, der gibt doch bestimmt richtig viel Energie, oder? Ihr grün getupften Buschwesen, willkommen zurück zu Green Hell. Ja, oh, es gibt wieder Nüsse. Nüsse und Nüsse und Dosen und Schönchen. Alles klar, wir haben alles. So, ich habe wieder wertvolle Tipps bekommen von euch. Und zwar, dass ich absolut falsch gelaufen bin wahrscheinlich. Also nicht unbedingt falsch, aber ich habe so den richtigen Bogen nicht gefunden, den ich einschlagen müsste. So, da gucken wir mal. Ist hier wieder Fisch? Also wieder heißt, ich habe wirklich Fisch drin gehabt hier. Ja, habe ich jetzt nicht. Schade. Also ich hatte da Fisch drin, weil ich habe es einfach mal laufen lassen und es waren solche kleinen Kaiserfischchen. Die sind natürlich nichts wert, großartig. Also, die haben, glaube ich, 5 Eiweiß gehabt und das war es dann auch an Nährwert. Also, nichts. Eigentlich gar nichts, nee. Leider. Aber macht ja nichts. So, ich würde sagen, wir legen noch was in die Kiste. Ich komme eh nie wieder her, das ist mir wohl klar. Und, ach so, wegen den Metallstücken hat mir der Wolfgang noch geschrieben, die soll ich am besten, also für euch als Tipp, wenn ihr da wissen wollt, wie das geht. Metallstücke am besten mit Holz oder Knochen oder sowas ähnlichem in die Gussform. Und dann bekommt ihr Metallstücke, die könnt ihr euch dann, also 3 Stück müsst ihr auf die Rüstung packen und dann habt ihr dann eine Metallrüstung. Ist es nicht toll? Doch. doch. So, dann gucke ich nochmal. Wir haben Metallspeer, wir haben eine Metallaxt, eine Obsidianaxt, einen Bogen und eine Obsidianklinge. Eigentlich alles, was wir wollen. Plus noch ein bisschen Essen. Oh, mir fehlt Wasser und Kohlenhydrate. Dann gucke ich mal, ob hier noch ein paar Bananen sind. Und da geht's los, Leute. Sind das Energy-Pilze? Nein. Aber ich glaube, die geben auch Kohlenhydrate. Das ist perfekt. Einfach perfekt. So. Denn heute, liebe Leute, geht's weiter. Wir gehen jetzt mal in den nächsten Ort, wo es denn hier noch weiter gehen soll. Ich habe keine Ahnung, wie lange es noch dauert. Und es tut mir auch ein bisschen leid zu sagen, dass, ihr habt es ja schon gemerkt, jetzt nur noch ein Part pro Tag kommt. Geht halt nicht anders, Leute. Ich habe so viel gerade an Projekten. Ich habe jetzt, glaube ich, 8 oder 9 Spiele auf der Pfanne. Und einige wissen es auch gar nicht. Ich habe ja schon The Search 2 und das spiele ich auch schon jetzt ein paar Tage und produziere da fleißig vor für YouTube. Es wird sehr knapp, kommt nächsten Montag dann. Meine Güte, ich komme nicht nach und ich wollte eigentlich für den Urlaub vorproduzieren. Ich könnte aktuell wirklich 7 Videos pro Tag machen, hätte ich denn die Zeit dazu. Ja, ist nicht lustig. So, ich guck mal hier. Der Wolfgang meinte auch, einfach Richtung Osten auf eine Anhöhe und dann würde ich das schon sehen. Naja, dann gucken wir mal. Ich wette, da ist wieder was zum Klettern, ne? Ah, ja. Da ist wieder was zum Klettern, hier. Das, oh wow, das wird wahrscheinlich schon genau das sein, was ich suche. Weil das hier, diese Steigung kann ich mich nicht erinnern. Aber es ist wieder so ein Weg, der hier reingelatscht ist in den Boden. Ja, natürlich ist es das, oder? Ach na, ja, es ist... Okay, danke für den Hinweis, mein Lieber. Ja, ich würde jetzt dann auch erstmal so ein bisschen langsam machen mit Survival-Spielen, ehrlich gesagt. Nach dem hier. Oh, einfach mal eine kleine Höhle zum Pennen und da geht's schon wieder hoch. Ja, dann eine Müdigkeit vorschützen. Ich habe noch so viele empfohlen bekommen. Long Dark zum Beispiel. Ist das schon fertig? Ich glaube, das ist... Das soll ja 4 Kapitel werden und das 4. ist noch nicht mal ansatzweise. Das 3. ist, glaube ich, nicht mal draußen. Ja, oh, die Parasitendinger hier. Antiparasiten. Mm. Und dann gibt es noch Stranded Deep. Mist habe ich schon gespielt. Ein bisschen jetzt das neue, also mit dem neuen Update. Das ist super, es ist wirklich gut geworden. Also da ist so viel Neues dabei. Und ja, was noch? Also, es gibt so viel neues Zeug hier. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Noch nicht ganz außerhalb der Karte 30. Oh, da siehst du nicht mal mehr. 25. Oh, wir sind halt echt schon ganz am östlichen Ende der Karte. Das sehen wir jetzt absolut nicht mehr. Also keine Ahnung, wo es jetzt hier hingehen soll. Könnte man versuchen, darauf zu kommen. Weiß man halt noch nicht, was das bringt. Huh.
Bin ich eigentlich gut ausgeleuchtet, so einigermaßen? Ich musste, wie schon mal gesagt, wenn es orange ist, ist es sehr, sehr früh. Und wenn es blau ist, bei mir so das Hintergrundlicht, dann ist es Tageslicht. Also es ist schon ein bisschen später am Tag. Wahrscheinlich aber auch noch so um die 7, 8 Uhr, solange es halt eben noch oder schon hell ist. Oh oh. Ach, das war wieder so ein Leguan. Energy Pills. Ach, dem ganz kurz, das wäre ein verwester Tierkadaver, aber wäre ein bisschen komischer Kadaver. Okay, na wo ist jetzt hier was? Energy. Ich nehme die mal mit, wenn ich noch Platz... Ja. Nein, ich habe keinen Platz mehr, verdammt. Das ist schlecht. Dann kann ich die gar nicht einstecken, die Pilze. Oh, gleich regnet es wieder. Aber das ist okay. Hey. Oh, da unten, warte mal. Ich glaube, ich habe da gerade was gesehen, oder? Hey. Ich bin hier. Du bist hier, Tapir. Ey, ist gut jetzt. Wow. Das war keine Schlange, oder? Die rasseln ja mehr so. Tick, 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 tick. Wow. Mann, was ist denn hier los? Der ganze Dschungel. Oh, hier ist wieder ein Weg. Und Gebäude. Da ist gerade noch Kokosnuss runtergefallen vor lauter Schreck. What? Ist ein alter... Eine Flugzeuglandebahn. Was? What? Mia, you won't believe this. I just found an airstrip. Fantastic. Well, what are you waiting for? Radio for help. Right, I'm on it. Das ist ja krass. Das ist ja richtig krass, Leute. Ja, dann bin ich immer gespannt, ob hier überhaupt noch ein Funkgerät steht irgendwo. Auch ein Schlüssel. Ist ja nicht so, als hätte ich ganz viel Werkzeug dabei, um das Ding aufzuknacken. Oha. Das ist jetzt mal eine krasse Offenbarung, oder? Hallo? Es hat alles weg. Was ist das denn? Funkgerät? Signal. Ach Mist. Repariere das Funksignal. Nicht eher das Funkgerät? Oh, Dosenrindfleisch. Die können wir wieder speichern. Perfekt. Mach ich doch. Hey. Nicht machen. Sei brav. Irgendwo muss hier ein Schlüssel sein. Das Kartenhäuschen hat auch noch gestanden. Liegt vielleicht hier irgendwo eine neue Karte mal? Das wäre ganz praktisch. Da müsste ich nicht die ganze Zeit... Oh, guck mal, der Müll hier, den die einfach... Autorücksitz. Ja. Na klar, lege ich mich jetzt einfach auf so einen speckigen Sitz, wenn drinnen ein Bett auf mich wartet. Schau mal da. Aber hat die alle diese Seuche gekillt? Ich meine, das ist... Ich weiß ja nicht, was ist denn das... Wie viel ist das wert, das Kokain? Also, das ist mindestens im Wert von ein paar tausend, hunderttausend, vielleicht sogar Millionen Euro oder Dollar. Das finde ich ein bisschen sehr seltsam, dass hier alles weg ist. Ach Mann. Hier ist gar nichts. Und damit war gemeint, dass hier die Landebahn ist, ja? Oh, sieh mal, das Kabel ist durchgeschnitten. Also die Antenne. Ah! Alright. That should do it. Da haben wir doch ein Funksignal jetzt, hoffe ich. Andererseits... Oh. Was ist mit dem Schuppen? Uah. Die kleinen... Komm jetzt her! Leg ihn gerade nochmal ab auf mir, auf der anderen Stelle. So. Bitte, 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 bitte. Hallo, kann jemand mich hören? Ich brauche Hilfe. Anyone! Ich würde nicht... Komm in, please! Da liegt ja der Schlüssel. Wow. I need help! Anyone! Come in, please! Würde vielleicht nicht die ganze Zeit dran rumdrehen. Hell! Sag mal!
Copy. This is Manaus Control Tower. Over. You can hear me? You can really hear me? I need help. Affirmative. Keep calm now. I can hear you. You're going to be all right. Please give us your name and position. Over. This is Jake Higgins. I'm on a makeshift airstrip in the middle of the jungle. I'm not sure where exactly. Copy. That Jake Higgins? Again? Okay. I know where you are. Please hold. Over. Wie schon wieder. Okay. Are you alone? Over. There's a girl with me. Mia. Copy. Is there a man with you? Over. Hä? Listen, I told you already. There's no other man here. I'm with a girl. We're talking over the radio. Over. Are you still there? What do I do? Copy. Just stay where you are. Over. Will someone fly over? How long shall I wait? Keep calm and stay put. Help is on the way. Over and out. Irgendwas ist da ganz, ganz seltsam gerade. Hey, hey, you asked if I was alone. What did you mean? Answer, please. I beg you. Please, please answer me. I don't know what's going on. Fuck. Fuck, fuck. What the fuck was that? Was ist denn da los, Mensch? Irgendwas ist hier ja wohl ganz Mia, falsch. Help is on the way. At last. That was a strange conversation, though. They asked me if there was a man here. Any idea what all that was about? I'm just glad you're safe now. Right. And since I know how to get out of here... What is all this? Mia, come in. Please. Mia, come in, please. God damn it, don't leave me. Please come in. Mia, are you there? I will keep looking for you anyway. Was, was, was? Hat sie gerade gesagt, sie kommt nicht mehr mit, oder wie? Help is on the way. Come in. Please, Mia. Ach, komm schon. Mia, come in, please. Mein Funkgerät ist gleich leer. Oh, es lädt aber schnell wieder auf. Help is on the way. Come in. Kletterausrüstung. Oh krass, wo habe ich die jetzt? Muss ich jetzt Mia finden? Eine Karte, endlich! Yes. Und eine Notiz. Sitzplatz Passagier A1 Higgins, A2 Smith, B1 Smith, B2 Sobol, D1 Alvarez und C2 Di Meglio. Bitte was? May I have to tell you something? Please, come in. Was geht hier vor sich? Abteilung Feldprojekte an Philip Smith betreff Proben. Wir erinnern Sie an Ihre Pflicht, sämtliche unbekannte Spezies aus Flora und Fauna zu untersuchen. Mit dem letzten Transport erhielten wir nur eine Handvoll Proben der Flora. Bisher wurden nur 3% der im Dschungel existierenden Spezies auf ihren Nutzen geprüft. Wir erwarten in Zukunft mehr Pakete. Die Prozedur bleibt unverändert. Sammeln Sie 2 Proben jeden Exemplars. Das erste wird vor Ort untersucht, das zweite wird gut gesichert, verpackt und klar beschriftet per Flugzeug verschickt. Sämtliche Daten müssen im Katalog festgehalten werden. Schlamperei wird nicht toleriert. Mia? Are you there? I'll keep looking for you anyway. Oh Mann, ist das scheiße. Was macht sie denn? Flughafen, wir sind gerettet. Wir müssen nur das Funkgerät reparieren und Hilfe rufen. Hier liegt so viel Ausrüstung, dass das kein Problem sein sollte. Scheiße, ich verstehe nichts. Ich habe noch Hilfe gerufen und Mia ist einfach... Scheiße, ich soll ohne sie zurückkehren. Was ist los? Ich kann sie nicht einfach zurücklassen. Wo ist sie? In der Landebahn auf Hilfe warten. Finde Mia. Okay. Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Hä? Okay. Ah. So here's an airstrip. Alter. What's the point C1? Da ist ja noch. Okay, das ist nur dieses kleine Stückchen hier. Das ist die Anaconda. Eine Könne. Anaconda don't.
Please, Mia, I need you. Ach komm, du. Jetzt sag mal nicht so egoistisch, du MacGuffin. Mann, riecht mich das auf jetzt. Eigentlich sollte ich gerade ohne sie gehen, oder? Ja, das wäre jetzt gemein. Ich suche sie natürlich. Neuer Dialog. Ja, wahrscheinlich soll ich sie jetzt die ganze Zeit zutexten. So, Niffe. Ich habe ja alles, was ich brauche jetzt. Scheißegal. D1. Oder ich warte jetzt einfach auf Hilfe. Wollen wir einfach auf Hilfe warten? Ich warte jetzt einfach auf Hilfe, so. Ich habe ja gespeichert. Vielleicht gibt es da verschiedene Endings. Das wäre natürlich cool. Oder es passiert jetzt gar nichts, wenn ich speichere, also wenn ich einfach warte. Ich mach das jetzt. Ich speichere, also ich schlafe jetzt hier ein bisschen, ne? So, dann wollen wir mal sehen, was passiert. Hallo? Oh, eine Katze! Bis Kätzchen. Ne, ich schlaf doch mal. Böse Katze. Warum wussten die, dass wir hier sind? Ich meine, warum wussten die... Warum wussten die Bescheid? Ja? Gibt gut Energie. Außen läuft sie immer noch die Katze. Lässt ihr die Pfeile irgendwie wechseln? Nee. Ah, verdammt. Böse Egel wieder. Hä? Wo denn? Ah! Die Sau. Okay, die Katze geht. Oh, jetzt habe ich ja die normalen Pfeile, siehst du mal. Dann schlafe ich halt noch ein bisschen. Wo kommen die denn jetzt? Mia, ich habe keinen Bock mehr auf dich, Schätzchen. Ich hau jetzt ab. So gemein das halt auch ist, ne? Hey, Schweinchen. So, einfach mal alles essen jetzt. Nam. Wie gesagt, viel brauchen wir eh nicht mehr. Die Landing Site C1, was ist das wohl? Ey. Artig sein. Da komme ich aber gar nicht runter. Nee. Soll ich da runterkommen? Uah. Drückt mich gerade runter hier. Hilfe. Ja, nur. Warte jetzt einfach noch ein bisschen auf Hilfe, Leute. Was soll ich machen? Ich warte und warte. Etwa 2000 Jahre später. Okay, ich habe das Spiel jetzt nochmal geladen. Ich habe jetzt echt wirklich 6-7 Tage gewartet. Es geht nicht weiter. Man muss also aktiv, glaube ich, Mia suchen. Sonst Pech, ja. Weiß ich nicht. Ich lege hier mal ein bisschen Kokosschalen hin. Da vorne waren noch Kokosnüsse. Die werde ich mir mal ganz kurz runternehmen. Vom Baum. Ja. Ja, ja, ist ja gut. So, die... Wow, die sind jetzt weg. Cool. Wahrscheinlich, weil ich das Spiel geladen habe. Das ist ja manchmal mit den Items hier, mit den Gegenständen, die so fallen gelassen werden. Das passt da nicht mehr alles so zusammen. Und dann sind die halt jetzt alle schon benutzt. Was mit... Okay, ich habe die Karte noch gar nicht aufgehoben, glaube ich. Nee, die Kletterausrüstung auch noch nicht. A map? Yes. Eine Karte, yes. Oh, warte mal, das habe ich auch noch nicht gehabt. Das Aufnahmegerät. Alvarez, Report Number 8. I've spotted a fire northwest from the Delta Camp. So far I've determined that there are around 6 people on the island. At least one is a child. So I'm guessing these are refugees from the city. I watched them all day. It looks like they're unaware of our presence. Now the group doesn't pose any threat to the mission. I suppose they feel safe on the island and are
Also die waren wirklich auf der Suche nach diesem Heilmittel hier unterwegs, ja. There's an airstrip. What's the point C1? Ach so, sieht man übrigens ganz im Süden der Karte ist auch nochmal ein roter Punkt. Aha, und übrigens hier auf der, ja, wo Paradise Island war im Süden, ist auch nochmal so ein Dreieck, so ein Symbol. Das ist ja interessant. Was werden wir da noch finden, hä? Okay, Leute, dann bringt es ja nichts, wenn ich jetzt hier weiter Trübsal blase und warte, bis jemand kommt und uns rettet. Dann müssen wir halt los. Oh. Dosenrindfleisch, wir essen es einfach mal. Tee. Wir sammeln den mal. Und kratz. Teebeutel. 3 Stück. Wo sind die jetzt? Wo sind die Teebeutel? Ja, ich blind oder auf beiden Augen blöd? Ich sehe die Teebeutel nicht. Da sind die Nüffe. Mörzmittel. Okay, da wird es doch noch ein bisschen dauern, bis ich durch bin. Ich habe jetzt gedacht, das geht ganz, ganz fix. Aber nein, wir müssen nochmal zurück zu Paradise City. Where the grass is green and the girls are pretty. Nicht ganz. Also die Mädchen sind nicht so schön, die mit ihren Totenkopfbemalungen im Gesicht. Kann ich mir was Angenehmeres vorstellen. Aber gut, wir gehen jetzt mal schauen. Wir haben jetzt noch hier oben im Norden, haben wir nichts mehr. Trotzdem will ich mal ganz kurz schauen, ob da was ist. Gerade habe ich wieder so einen richtigen Schub irgendwie so. Boah, Bock zu erkunden und alles. Super geil. Okay. Auf jeden Fall sieht es auch sehr danach aus, als wäre hier mal wieder ein Weg gewesen. Aber ich meine, es kann ja nicht sein, dass hier noch was ist, großartig, oder? Sieht nicht so aus, da ist alles zugeschüttet. Oh, meine Energie ist langsam. Nee, also da kommen wir nicht durch. Können wir uns wahrscheinlich anstellen, wie wir wollen, das klappt nicht. Aber ich habe eine Kletterausrüstung. Was bedeutet das? Kann ich jetzt besser klettern als vorher schon mit dem Kletterhaken? Ich weiß ja nicht. Oh. Termites oder Ameisen. Da. Gibt mir auch keine Energie, ne? Da. Aber ich find's gerade wieder richtig cool, das Spiel. Ich liebe es. Ich liebe es. Den Scheiß. Kein Scheiß. Habe ich den Platz hierfür? Oh ja. Oh ja, ich habe gar nicht so viel Zeug dabei. Das ist eigentlich ganz gut immer. Weil vielleicht brauche ich bald wieder keinen halluzinogenen Kick, wer weiß. Auf jeden Fall ist es ganz cool, weil wenn wir einmal auf Halluzinogenen waren mal wieder, dann füllt das unsere gesamten Rohstoff- oder Nahrungsreserven auf wieder. Wieder keine Energy-Pilze. Aber Kohlenhydrate sind immer gut. Kohlenhydrate. Ich muss da irgendwie runterkommen. Oder aber wir gehen gleich nochmal zurück nach Paradise Island. Aber nicht, ja. Wow, das war eine Spinne. Wo bist du, du Dreckvieh? Warum kann ich nicht... Ah, jetzt habe ich die normalen Pfeile, seht ihr? Klein sie halt mal ist. Brasilianische Wanderspinne. Ach. Hast du diese Viecher? So. Ja, dass das Ding so riesig ist und so viel Platz verbraucht, verstehe ich immer noch nicht, aber gut. Geistige Gesundheit, geistige Gesundheit, geistige Gesundheit. Geistige Gesundheit. Geben wir uns mal ein paar Schmerzmittel rein, warum nicht? So, wie ich sage, die Dose packe ich mal da oben hin. Hm. Ja, alles seine Ordnung haben. Wie komme ich da runter? Ich muss da runter, wenn ich nach C1 will. Und ich halte es für ein Gerücht, dass die mich irgendwann abholen, wenn ich jetzt die Zeit hier aussitze, oder? Also ich habe wirklich 6-7 Tage die ganze Zeit gepennt, habe alles gegessen, was ich hatte und es kam niemand. Also es muss irgendwie getriggert werden, dieses Ereignis. Dass ich zum Beispiel, ich müsste jetzt schon ganz im Süden sein, dieser Karte 28, ja, 24. Soweit kann ich eigentlich... Doch, kann ich runter? Kann ich runter soweit, oder? 28, 24. Also ich müsste noch ein ganzes Stück weiter südlich gehen. Dann würde ich sehen, ob ich da runtergehen kann. Ja, mal gucken. Muss ja. Oder wie gesagt, ich gehe nochmal zurück. Paradise.
Ey. Oha. Ist das hier so ein Aufzug? Das ist so ein Trageseil auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe C1... Nee, warte mal, das kann nicht C1 sein. Doch, das ist C1. Ich dachte, das wäre weiter im Norden noch. Was denn da? Soll ich da mal reinspringen? Dann komme ich nicht mehr hoch, schätze ich. Kann die Kurbel aber auch nicht bedienen, glaube ich. Also wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich tot. Sollte ich das Wasser verfehlen? Oh ne, geht doch. Ahaha, so, so. Ich hätte jetzt bald alles Dummes gemacht, ne? Man sagt doch gleich, dass es so ein Bügel ist und nicht eine richtige Kletterausrüstung zum irgendwo hochklettern. Ist das unheimlich. Ein dickes Seil. Euer Ernst jetzt. Ich habe eine Taucherausrüstung gefunden. Kann ich jetzt echt hier... Das ist ja mal... Das ist ja mal krass. Guck mal, das hält sogar noch ziemlich lang, der Sauerstoff. Was ist hier los? Waren wir schon mal hier? Hat Higgins das wieder nur vergessen? Oder... Oh. Das Seil ist weg. Ne, da ist es wieder. Was ist los mit dem Kerl? Warum? Haben wir irgendwie... Sind wir irgendwie ein bisschen im Delirium hier im Dschungel? Oder... War das unser Forschungsteam und wir haben es noch niemandem erzählt? Oder was ist da los? Das ist so krass. Wie gut die Kampagne hier noch geworden ist. Also ich meine jetzt nicht im Sinne von Story und so weiter, aber... Bei dem, was man noch alles erkunden kann. Das ist ja der Irrsinn. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ach da. Ich bin gerade da runtergetaucht. 26, 25. Also ich bin jetzt einfach nur durch. Durch diesen Wassertunnel. Ich dachte, ich komme ganz woanders jetzt eventuell raus, aber das wäre auch ein bisschen unsinnig. Ups. Ich wette, ich brauche Proteine. Oh mein Gott, wie weit... Da ist ja nochmal ein Kletterseil. Oh, Kohlenhydrate nehme ich mit. Auch Essig, meine ich. Habe ich da gerade Pilze gesehen? Oh, das ist ein toter Ara. Nehme ich den mit? Ich meine jetzt allein aus Gründen der Federn, oder? Ich will mir ein paar Metallpfeile bauen, wenn es irgendwie nochmal dazu kommt, dass ich nach Anaconda Island gehe. Ja, vielleicht noch ein paar Larven für Fische. Habe ich noch Platz, ja. Gut. Das läuft. Das läuft. Oh je. Ja, mal gucken. Habe ich hier überhaupt runter? Oh, das geht sogar. Habe ich wieder hier rauf überhaupt? Was haben die hier gemacht? Die wollten auf jeden Fall irgendwelche Spezies katalogisieren. Also irgendwie nicht katalogisieren, sondern doch, die wollten halt die Spezies aufnehmen und Proben nehmen und so weiter und herausfinden, was das ist. Ach, neuer Ort. Ach, hier, da ist wieder... Ach so, ich dachte, ich könnte vielleicht ein bisschen in Richtung Norden hier. Nee, Norden wäre hier. Da ist nochmal so ein großer Fluss. So ein großes Dingenskirchen, ihr wisst schon. Ein Teich gewesen. Ein größerer Pond. Letzt dann immer englische Worte nutzen statt deutsche. Wow, ist das... Der Hammer! Wie geil das aussieht. Ich feier sowas. Würde ich gerne mal ein Foto machen, in so einem Schacht stehen und dann ein Foto nach oben. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind... Oh oh. 26, 26. Also genau in der Höhle drin, noch wo das kleine Wasserloch ist, wo der Kletterhaken angezeigt wird. Aber wenn ich jetzt weiter hier südlich gehe, komme ich doch direkt ans... Weiß nicht. An Fluss? Einen großen reißenden Fluss wahrscheinlich.
Und ich sollte mir langsam ein Nachtlager besorgen, weil es wird echt ein bisschen anstrengend sonst. Wenn irgendwas kommt und mich angreift, dann habe ich keine Chance. Hallo Froschen. Guck mal, das ist wie so ein Mangrovensumpf. Das ist ja mal der Hammer, aber ich schwimme da nicht durch. Wir wissen ja, Piranhas, Kaimane, ist alles hier wahrscheinlich. Ich muss hoffen, dass hier ein bisschen ebener ist, wo die Pflanzen wachsen. Da durchlaufen kann. Shit. Wenn ihr irgendwo einen Alligator seht, schreit ihr, ne? So ein Kaiman. Oh. Da drüben kann ich wieder. Oder? Ne, hier. Je mehr Land, desto besser. Und nein, Krokodile sind an Land nicht besonders schnell. Also man kann ihnen locker wegrennen. Weil das jemand letzten Part sagte. So, nein, die sind doch schnell. Nein, nein, nein. Denen kann man gut weglaufen. Das weiß ich. Oh. Wir haben Platz mehr für Federn. Kann ich aber nicht akzeptieren. Nee. Oder vielleicht doch. Das ist doch scheiße. Ich habe wieder keinen Platz dafür. Aber ich habe ihn nicht getötet, also ist ja nicht mein Abfall. Sag ich mal so. Boah, Kinder, hier ist echt kacke. Ich habe. Hier ist viel zu feucht für Feuer, glaube ich. Zum Schlafen brauche ich einen besseren Ort als hier. 25, 28. Ich bin schon ziemlich weit. Na, ich bin gar nicht weit unten, verdammt. Oder ganz oben. Da vorne was? Wenn ich jetzt hier drauf gehe, wird es extrem kacke. Und peinlich. Aber hauptsächlich kacke. Da. Am besten gar nicht schlafen. Ich habe noch einmal Kaffee gehabt. Stell dir mal vor, ihr seid. Also ich bin ja kein Kaffeetrinker, aber stell dir mal vor, ihr seid Kaffeetrinker. Und ihr braucht es halt schon, morgens um fit zu werden. Und dann seid ihr auf einmal im Dschungel und ihr habt keinen Kaffee mehr. Und dann findet ihr einmal irgendwo ein Päckchen Instant-Kaffee. Scheiße, ne? Dann ist alles weg. Ein bisschen Angst. Was soll hier aus... Ha! Da ist er! Oh, ich muss mir irgendwo hier einen Schlafplatz einrichten. Was ist das denn? Oh, that's really high. I'll need some better equipment. Nein! Ach, ich bin schon hier unten. Scheiße, und ich habe keine Kletterpistole. Ihr macht mich jetzt fertig hier, oder? Komm raus, du Sau. Ich kann das zischen, wenn es unter Wasser ist. Oh Gott, Leute, es ist dunkel. Blab, 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 blab. Oh nein, das ist hinter mir her, oder? Ah! Oh Kinder, ist das kacke hier. Ich werde hier drauf gehen, hier unten. Ich muss rauf, aber irgendwie ganz schnell, du. Boah, ich muss da wieder hochklettern und wieder durch das... Ich glaube, ich lade das nochmal dann. Oder? Ich lade das nochmal. Macht keinen Sinn. Ich lade das nochmal. Das ist so dämlich. Das ist so dämlich. Ich gehe da mal zurück. Und mache mir vielleicht noch ein bisschen Werkzeug. Und dann gehe ich runter in den Süden. Ja. Und dann mache ich mir da noch ein paar Pfeile und so weiter. Und Rüstung vielleicht. Mal gucken. Je nachdem, wie viel Metall ich jetzt zusammenkriege. Nicht geil. Oh. Cool. Ich habe einen Bug. Komm ich hier wieder raus? Will ich vielleicht doch im Bett schlafen noch und bin wieder da oben dann?
nee, Leute, oder? Das ist doch scheiße. Wo bin ich jetzt hier? Das ist doch ein bisschen kacke jetzt, dass ich hier speichere und dann komme ich nicht mehr aus dem Boden raus. Ätzend. Ätzend. Aber was willst du machen? Oh, guck mal, ich bin wieder auf Paradise Island übrigens. Eigentlich gut, oder? Eigentlich sehr gut. Ja, dann starte ich hier halt nochmal meine Reise jetzt. Wir wissen ja jetzt, wo es lang geht. Ich muss dann halt irgendwie nur ein bisschen, ja. Mal gucken, wie ich das dann gleich mache. Ja, da werde ich das aber nächstes Mal gerade überspringen. Dann machen wir jetzt hier noch ein bisschen Instandhaltung. Heißt, wir legen hier Hölzer. Ne, warte mal. Ich habe da irgendwo Feuerbretter gehabt. Kleiner Stock. Focus Nath. Focus Move. Sehr gut. Ah, natürlich gibt es da nur lange Stöcke. Aber es müsste auch funktionieren. Kann ich die hier verfeuern? Nee, leider nicht. Sammeln wir mal. Und den sammeln wir mal. Ach, Leute, das ist jetzt so ärgerlich, oder? Aber hey, guck mal, ich kann auch die ganzen Stöcke hier im Stapel nehmen. Das ist ärgerlich. Leider richtig, richtig ärgerlich. Hier noch ein paar lange. Ja, nee. Die brauche ich dann auch nicht. Ein paar normale Stöcke halt. Wird noch ein bisschen dauern dann. Ja, dann machen wir da nochmal eine Glut rein und machen uns noch ein bisschen Asche und Kohle. Um die Öfen anzufeuern. Und vielleicht finde ich ja irgendwo noch etwas. Etwas Eisen. Nein. Etwas Eisen. So. Naja, dann tut es mir leid jetzt, weil jetzt das alles nochmal nachzuspielen, was ich eben gemacht habe. Oh, da ist noch ein Feuerbrett. Da ist doch eins. Und dann jetzt nochmal wieder reinzuspringen, das ist echt, das dauert zu lang, Leute. Oh, am nächsten Part, oder? Dem letzten Part vielleicht sogar. Oh mein Gott, kannst du mal über dieses blöde Holzstück laufen? Oh! So schwer kann es doch nicht sein, so wie ich beladen bin. So. Das hier funktioniert übrigens wirklich auch nochmal. Primitive Technology. Cooler Kanal. Der hat das hier alles schon gemacht mit dem Holzkohleofen. Da brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr viel. Ja. Ein Lehmziegelstein. Ein Lehmziegelschwein. Und so muss das sein. Habe ich denn noch was zum... Oh ja, ich hab noch zwei. Okay. Bitch! Sag nicht Bitch! Du Bitch. Hier legen wir die Kohle rein. Reicht nicht. Oh doch, eins. Perfekt, ich hab genau die Kohle gehabt. So, und jetzt, liebe Leute. Gehen wir Richtung Süden. Da, wo ja noch was verzeichnet war. So. So ein Kaimane, ne? Am liebsten abknallen, das Vieh. Aber ich mach's natürlich nicht, weil ich bin friedliebend. So, pass mal auf, wir legen mal die Pfeile erst weg. Hol ich mir die später wieder. Wenn ich dann noch ein bisschen Eisen habe. So. Soll ich die einfach jetzt essen, so auf Verschwendung machen? Nee, oder? Machen wir nicht. Wie gesagt, erstmal Richtung Süden. Ja. Wo waren das hier im Süden? Ich sehe es ja nicht. Ich habe ja nicht die Karte von Paradise Island. Aber ist auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm. Ich gehe nochmal speichern ganz kurz. Ja, so dumm das jetzt halt ist. Wir müssen leider... Ey. Müssen leider hier speichern, weil... Geht ja nicht anders. So, wenn jetzt irgendwelche Raubtiere kommen. Ich bin aggressiv gerade. Ich bin ein bisschen sauer, dass das Savegame eben kaputt gegangen ist. Ja, nicht unbedingt. Wie gesagt, es geht ja recht flott, dass man da hinkommt. Bleib einfach direkt am Wasser, da sollte mir nicht so viel passieren. Es sei denn, es kommt ein Kaiman und fischt mich rein.
Nein, machen wir nicht. Ach so, jetzt brauche ich hier das Tauchgerät oder so. Dann breche ich ja ab, du. Dann breche ich ja ab. Immer Richtung Süden. In den Wasserfall eventuell. Oh nein, ist es auch wieder zum Tauchen hier? Oh nein, es ist zum Tauchen, Leute. Also ich könnte tauchen, aber habe ich was davon? Ja, komm. Geronimo sah eben fast aus, als wäre es doch nicht zum Tauchen. Scheiße, oder? Ist alles dicht? Ne, Kumpel. Denk an den Penisfisch. Ich pinkel dem Wasser. Das ist ja ätzend. Was mache ich jetzt? Hier noch was? Nein. Komm, bist du was? Ich habe so viel zu essen. Essen. Und essen. Schon habe ich wieder zwei Metallstücke, die ich mir bauen kann. Also plus wieder Pfeile. Ich meine, was soll's, ne? Ah, du Mistvieh. Bisse. So nicht. Brrrt. Na gut, Leute, was sagt die Zeit? Dann mache ich halt mal ein bisschen früher Schluss den Part. Dann habe ich auch nicht so viel Arbeit damit mit dem Rendern und so weiter. Ich werde jetzt vielleicht mal so 1-2 Tage Offcam spielen und dann wieder den einen Tag noch das nachholen, was wir gemacht haben am Flugzeug. Also an der Landebahn. Oh! Oh mein Gott! Habe ich Platz? Das soll sich ja auch lohnen, dass ich hier was mitnehme, ne? Ein Pfeil ins Gehirn. Ja, hast du gesehen? Was mach ich hier? Kannst du den mal bitte nicht hier rumschieben? Okay, alles voll. Ich komme nicht mal Ingo und seine Freunde. Aber komm, ich nehme mal die zwei mit, den anderen Rest lasse ich liegen. Das ist ein Tribut an den Dschungel, ganz einfach. Ja, wie gesagt, Leute, dann machen wir jetzt Schluss. Ich danke euch fürs Zusehen natürlich. Ich werde mich mal ganz kurz ein bisschen waschen. Oh, ich bin aber richtig dreckig, du. So richtig dreckig. Richtiger Dreckspatz. Ja, wäre super von euch, wenn ihr mir ein Like auf die Folge lasst und vielleicht ein paar nette Kommentare schreibt. Was hätte ich noch finden können? Ich meine, vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen vorher noch an der Landebahn. Ja, ich freue mich natürlich auch wieder auf den Wolfgang und die Tipps. Dankeschön, auch an die anderen natürlich. Wir sehen uns wieder zu Green Hell. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Macht's gut.